Guten Tag und herzlich willkommen wieder zurück zu GTA 3. Wir haben ja doch noch ein bisschen was zu tun. Ein bisschen ist ein bisschen untertrieben. Ja, wie zum Beispiel die Taxifahrmission, die will ich heute irgendwie mal angehen. Aber für das will ich mich jetzt erstmal in den Stadtteil begeben, wo ich mich im Be Besseren auskenne. So, wo ist jetzt ein Auto, das mich hier. Ja, gleich mal ein Taxi. Ist auch nicht verkehrt, aber mit dem fahre ich erstmal in den. Ja. Standard Stadtteil, also auf die erste Insel, da kann ich mich besser aus, da kann ich besser fahren. Da weiß ich, wie ich die Kurven nehmen muss und nicht in eine Sackgasse fahre, wie hier zum Beispiel. Und ja, kann dann die Passagiere natürlich um einiges besser hier chauffieren und das ist ja die Hauptsache in der Taxifahrmission. 100 Stück müssen wir schaffen, also 100 Passagiere von A nach B befördern und das am Stück, ohne das aus dem Taxi zu steigen. Das ist natürlich nicht unbedingt so einfach, vor allem wenn auf einen geschossen wird. Und so wie es aussieht, haben wir immer noch Stress an der Backe. Das erschwert natürlich die ganze Sache, dass uns das Auto hier ziemlich leicht zerschossen wird. Das hätten wir wohl, glaube ich, ein bisschen eher angehen sollen, wenn hier wirklich noch geschossen wird auf uns. Das ist natürlich echt mies. So, natürlich hätten wir auch noch ein paar Missionen vom Telefon aus, dass wir die bestreiten könnten, aber da habe ich jetzt eher weniger die Lust drauf. So, wie geht's jetzt wieder zurück in den ersten Stadtteil? Habe ich jetzt wieder echte Probleme, weil hier in diesem Stadtteil kenne ich mich eigentlich gar nicht aus. So gut wie gar nicht, muss man sagen. Ein bisschen kenne ich mich schon aus, aber jetzt nicht unbedingt brüllermäßig. Aber ich glaube, es sieht gut aus. Dass ich auf einem guten Weg bin, ja, da kommt ja auch schon die Brücke. So soll es sein, so soll es laufen. Ja, wir werden heute viel Gedudel hören. Viel Musik. Aber, sag mal so, der Radiosender taugt. Da bin ich mal dafür. So, ich drehe mir die Musik noch ein bisschen lauter hier auf dem auf den Kopfhörern. Dass ich auch ein bisschen was von der glanzvollen Musik verstehe. So, dann sind wir eh schon auf der mittleren Insel und dann müssen wir nur noch rüberziehen auf die zweite, auf die erste. Eigentlich wäre die Insel auch nicht so verkehrt, weil hier auch auf uns nicht geschossen, oder doch, hier wird geschossen auf uns. Das ist natürlich mies. Wenn wir im Mafia-Gebiet rumfahren müssen, dann haben wir echte Probleme. Ja, da bin ich noch gespannt, wie sich das jetzt alles auswirkt, dass wir wirklich die Story durch haben. Da bin ich echt gespannt. So. Die letzte Brücke. Dann haben wir es. Dann können wir mit unseren Taxi-Aufgaben anfangen. Vielleicht fahre ich auch vorher nochmal kurz in Paint and Spray, weil ein bisschen angefickt ist das Auto schon. Ja, die Stoßstange hängt schon auf 7:30. Dort, wo sie nicht hingehört. Dann müssen wir natürlich ein bisschen handeln und schon mal im Vorfeld gucken, dass wir nicht unbedingt gleich ein kaputtes Auto haben. Wäre natürlich kacke und natürlich solche Staus hoffe ich auch, dass nicht unbedingt vorhanden sind, wenn wir dann diese Mission machen. So, hier durch, die Abkürzung nehmen, die kennen wir ja. Fuck, es wird wirklich auf mich geschossen. Das ist ja totale Kacke. Alter. Hier schießt ja auch alles auf mich. Wie soll denn das mein Auto überleben, wenn andauernd irgendjemand drauf ballert? Das glaubst du ja nicht. Ja, so wird natürlich die Mission auch um einiges schwerer. So. Schon haben wir neu lackiert. Ja, ja. Das kannst du meiner Oma erzählen. So, Taxifahrmission. Hol einen Passagier ab. Hier ist er. Ja, gleich zum Anfang mal eine nette nette Dame. So, Fahrziel, Exportgarage in Portland Hill. 1 Minute und 5 Sekunden kriegen wir Zeit für. Ja, das dürfen wir eigentlich relativ leicht packen. Es ist jetzt nicht so schwer. Wenn wir hier natürlich auch richtig fahren. Hier kenne ich mich ein bisschen besser aus einfach. Deswegen wollte ich es einfach hier machen und nicht in der letzten City. Das wäre schon ein bisschen blöd gewesen sonst. So, aber die Exportgarage, ich hoffe, da ist der nächste Fahrgast dann nicht weit. Dass ich den dann abholen kann. $600. So, hol dir einen Passagier. Ja, wo?
Alter, 38 Sekunden. Es ist natürlich mies, wenn hier keine Leute unterwegs sind. So, komm, steig ein. Beeil dich. So, wo soll jetzt hingehen? In Chinatown. Da will er hin, der Junge. Alter, und das so schnell wie möglich. Alter, Alter, Alter. Zeitdruck ist hier groß geschrieben. Die haben es alle so eilig hier. In dieser hektischen Zeit sollte man eigentlich mal die Notbremse reinhauen und natürlich, ja, mal gemütlich machen. Das wollen natürlich die Leute hier auch nicht. Alter, und wenn hier auf mich geschossen wird, ja, Prostmahlzeit. Haben wir ja die Mafiosis eh schon mal das Auto zerballert. So, da ist der nächste für uns. So, komm ran hier. Komm ran hier. Ja. Was soll der Scheiß? Ich bin doch hier. Spielst du hier Lockvogel? Verfluchte Axt, lass mich in Ruhe. Alter. Wird munter auf mich geschossen? Was soll der Scheiß? Das ist doch mies. Vor allem, weil die Ja, super. Boah, was soll der Scheiß? Was soll der Scheiß? Das ist ja... Es wird auf mich geschossen. Wie soll ich denn das dann durchziehen? Das ist doch... Ist doch krank. Ein Versuch mit einem... Oder ein Versuch mache ich noch. Wenn es dann wieder nicht hinhaut, dann lass ich es bleiben. Dann kümmere ich mich halt um die Telefonzellenmission. Alter, läuft ja schon mal super an hier. Ich habe nicht mal das Geld für die Reparatur reinbekommen. Alter. Voll die miese Aktion. So, plus. So, da drüben ist er, der erste Fahrgast wieder. Komm ran hier. So, Grace in Charlie's Point. Ich glaube, ich weiß, wo das ist. Huch. So, vor allem, man muss einiges an Zeit rausfahren, wenn man das Auto von Zeit zu Zeit reparieren kann. Das ist ja das Nächste. Weil ab und zu geht es halt einfach nicht. Und vor allem, der Zeitdruck ist schon immens. So, hier lang haben wir hier mal die Abkürzung. So. Jetzt einen neuen Fahrgast finden und das so schnell wie möglich. Natürlich ist ein Tick die Zeit aufhörlich weiter. Unaufhörlich, muss man sagen. So, komm rein hier. So, geht doch. Import-Export-Garage, die kennen wir ja. Die haben wir gerade vorhin schon besucht. Da dürfen wir gleich hinfinden. Aber so viel Zeit haben wir dafür auch nicht bekommen. Das ist natürlich schon mies. Ich weiß ja nicht mal, ob man die Taxis tauschen darf. Ob ich aussteigen darf und in ein anderes Taxi steigen. Ohne, dass ich hier gleich eine auf den Deckel bekomme. So, hier hinten ist natürlich wieder keiner. Dankeschön. So, den nächsten Passagier. Zwei haben wir schon zuverlässig abgesetzt, wie vorhin auch. So. Ah, da ist er. Da ist er. Oder sie, eher gesagt. So, steig ein. Wir haben ja schon 50 Sekunden plus auf der Uhr. Grace Joe's Café. Ist ja geil. So. Jetzt verfranze ich mich gerade voll, oder? Eieiei. Ja, total habe ich mich verfranzt. Ich hätte eigentlich links fahren müssen. Nein! Muss man sich so extrem konzentrieren. Vor allem, man sollte auch nicht andauernd irgendwo reinfahren. Wäre wohl ein bisschen gesünder für die ganze Sache. So, hier stehen andere Autos auf einmal. Danke. So, den nächsten Passagier bitte. Aber keinen blinden Passagier. Wäre ein bisschen unvorteilhaft. So, komm schon. Da ist einer. Aber wieder im Feindesland. Komm, steig ein. Ich will dich ja mitnehmen. So, Easy Credits Auto. Ja, das weiß ich, glaube ich, auch. Muss ich aber aufpassen, dass ich den hier durch Mafiosi-Gebiet fahre. Das nächste. Und das ist natürlich dann nicht ganz so einfach. Hallo, hört ihr bitte mal auf? Huch.
Jetzt habe ich Bullen am Arsch, na sauber. Gut habe ich das angestellt, sehr gut. Alter, Alter. Ja, mit Gebiete umfahren ist das schon extrem mies. So, aber wir haben einiges an Zeit bekommen jetzt. Einiges kann man jetzt... Ach komm! Mann, jetzt ist... Na, jetzt muss ich hier reparieren fahren. Weil die Karre hin ist. Was soll der Scheiß? Ja, so kann man die Mission natürlich auch beenden. Ja. Coole Sache, ne? Alter. Ja, dann machen wir halt Telefonzellmission. Scheiß drauf. Aber für das holen wir uns auch natürlich erstmal. Oder für das fahren wir eher. Zieht mich der hier raus? Alter, leck mich. Lass mich in Ruhe. Dann gehe ich halt hier rein. So, raus mit dir, du Frau. So, und weg. Zieht mich der aus dem Auto und drückt mir eine. Alter. Aber die Mission kann ich ja dann so gut wie in der Pfeife rauchen. Weil ich immer beschossen werde. Das hilft nicht. Die werde ich ja gar nicht los. Die hätte ich direkt von Anfang an machen müssen. Weil sonst verkackst du die einfach. Und das ist natürlich auch scheiße. Ist so. Und ja. Naja, mal gucken. Vielleicht kriegen wir es ja doch hin. So, aber erstmal fahren wir zur Ammunition. Und machen wir die Telefonzellmission. In Gottes Namen, dann ziehen wir halt die durch. Oh wei, oh wei. Vielleicht haben wir dann ein bisschen mehr Ruhe, wenn wir die dann gemacht haben. Ich weiß ja nicht. Man sollte irgendwie schon nach der Mission Ruhe einkehren. Weil wir sind da jetzt der Überboss. Da sollte eigentlich nicht mehr auf uns geschossen werden. So, ich decke mich mal mit allen Waffen ein. Dass ich hier auch gut klarkomme. So, hier nochmal eine Runde. So, was haben wir alles? Ja, sieht ordentlich aus. Ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. Ja, nicht verkehrt. So, hier nochmal Uzi. Uzi ist recht billig. Da können wir direkt zugreifen. So, ja. Schuss haben wir jetzt genug, würde ich sagen. Dann können wir uns ja wieder in unser Gefährt setzen und dann erstmal, speichern fahren. Damit ich nicht immer so weit fahren muss. Oder das ganze Zeug wieder organisieren muss, bis ich hier, ihr wisst schon, wieder einsatzbereit bin. Oh, Menno. Die Taximission hätte ich eher machen sollen. Gut, ich könnte es auch in dieser Ding probieren. Weil da gibt es ja im Prinzip nur ein Gebiet, wo ich die Probleme habe. Mehr oder weniger. Ich wüsste zumindest kein zweites, wo ich Stress hätte. Da habe ich ja auch nur mit den Kolumbianern irgendwie Stress. Das dürfte eigentlich dann ein bisschen leichter sein. So. Irgendwie freue ich mich gar nicht auf die Telefonmission, die jetzt ansteht. Die ist gar nicht so leicht. Da kann ich mich grob dran erinnern. Dass uns der in die Luft gesprengt hat, der Junge. Und das nicht nur einfach, sondern extrem. Naja. Wir werden sehen, ob wir es packen oder nicht. So, soll ich die Sequenz jetzt laufen lassen oder nicht? Eigentlich nicht, weil wir es ja eh schon mal gesehen haben. So, das ist nicht die Knarre. Nein! Hilft nicht. So, du quatsch uns nicht mehr zu. So. Aber... Vielleicht schaffen wir es heute mit neuer Energie ans Werk. Es dürfte ja schaffbar sein. Hoffe ich jetzt mal. Huch. Beinahe hätte ich jemanden überfahren. Hätte der, glaube ich, nicht so toll gefunden. Wenn ich den einfach mal so platt gemacht hätte. Und natürlich pünktlich zu dieser Mission nebelt es so richtig geil. Verzieht sich der auch? Ja, verzieht sich gerade. Juhu. Es ist super, dass sich der verzieht. Dann habe ich zumindest bessere Sicht auf den Vollpfosten.